Hey und ein herzliches Willkommen zurück. Hä? Was mache ich denn? Nee, nee, das ist falsch. Nochmal. Okay. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von Petwoman. Das bin ich, Patricia. Wir haben es geschafft. Hat kurz gedauert. Eben haben wir es nicht hingekriegt. Und ich bin euch noch ein bisschen was von Sellerie schuldig. Kohlrabi, nicht Sellerie. Das war unser Gemüse des Monats im September, im August. Alter, Junge, nimm ihr die Kamera weg, das Mikrofon, mach aus. Hilfe! Aber ich hatte jetzt Bock drauf und ich hatte auch noch Kohlrabi da. Und dann war die Marie so nett und hat mir aus ihrem Garten auch noch ein bisschen eine komische Kohlrabi mitgebracht. Und das machen wir jetzt. Und zwar machen wir Kohlrabi-Pommes. Dazu brauchen wir, klar, Zucchini. Zucchini, Kohlrabi und, weil ich es noch da habe und wir natürlich nicht möchten, dass die vergammeln, nehmen wir auch noch Kartoffeln. Ich sag mal, wir nehmen so 6 Stück. Ja, das langt. 6 Stück, passt. Und dann brauchen wir das. Und die Post-Production ist richtig happy über mein Setting, weil ich habe natürlich, ich dachte mir ganz ehrlich, ich mache das hier, ich keep das mal hier richtig real. Sonst räume ich hier immer richtig auf. Gefühlt ist es nie so. Also warum soll ich es aufräumen, ganz ehrlich? Ey. Also was wir brauchen ist, ungesüßtes Proteinpulver, gerne vegan, Olivenöl und dann halt die Zutaten deiner Wahl. Bei mir ist es Kohlrabi, Zucchini, Kartoffel. Kannst natürlich auch sehr gerne, dann wird es kohlenhydratarmer, Süßkartoffel nehmen, passt auch wunderbar. Das ist ganz dir überlassen. So, jetzt fangen wir damit an, dass wir den Kohlrabi einmal schälen von seiner holzigen Haut. Wusstet ihr? Fun Fact, ich wusste das nicht. Ich habe auch keinen Garten. Dass man den Kohlrabi, wenn man den frisch erntet, kann man die Haut mitessen. Je länger man den liegen lässt, desto holziger wird er und dann muss man ihn schälen. Das fand ich sehr interessant, weil mein Ex-Chef hatte Kohlrabi gehabt und er hat ihn mitgenommen und ich war so, hä, muss man ihn schälen? Und er war so, iss doch einfach. Und ich so, hast du mich jetzt vergessen? Und dann habe ich es gegessen und ich war richtig so schock, weil wenn man einmal aus Versehen gekauften Kohlrabi mit Haut gegessen hat, der weiß wovon, oder vergisst ein Stück abzuschälen, der weiß wovon ich spreche. Das ist ein bisschen schwierig, das ist ähnlich wie der Strung bei dem Brokkoli. Wahrscheinlich, wenn man den auch frisch geerntet hat, dann schmeckt der nicht ganz so hölzern. Aber ja. So, Kohlrabi 1 ist geschält. Den machen wir jetzt so ungefähr, warte, ich zeige euch das mal. Den schneiden wir jetzt ungefähr in so dicke Scheiben und dann schneiden wir den in so Stifte, in so Pommesstifte. Hoppala. Und dann kommt der in eine große Schüssel, weil da wird dann alles vermengt miteinander. Da passiert dann die Hochzeit. Okay, das gleiche machen wir jetzt mit der Zucchini. Die schneiden wir ungefähr auch so in die Größe und dann so in so Stifte. Das kannst du aber auch in Scheiben machen. Das ist einfach irgendwie so, weiß ich nicht. Man will ja so pommesartige Sachen haben. Bisschen Gehirn verarschen, weiß ich nicht. Jetzt kümmern wir uns noch um den Kohlrabi von der Marie. Ich sag ehrlich, ich hatte den letztens schon gehabt und der war so scheiße zu schälen. Sorry, Marie, an der Stelle, falls du das hier sehen solltest. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was du mit dem gemacht hast, wie du den verarbeitet hast. Das würde mich echt mal interessieren, weil das ist ja eine Geburt aus der Hölle. Also ich meine, ja, das eine, dass er aussieht, wie er aussieht, aber das andere, dass man ihn halt auch 0,0 schälen kann und der ist auch so hölzern. Ich weiß nicht, ob da nicht irgendwas schief gegangen ist in eurer Produktion. No offense.
Die trittel ich und dann halbiere ich die nochmal so. Weil die sind, glaube ich, von dem allen am schnellsten fertig. Okay, und jetzt kommt das Olivenöl dran. So ungefähr 3 bis 4 Esslöffel. Dann rühren wir das schon einmal um, beziehungsweise dann kommt auch das Proteinpulver schon dran. Da mache ich einfach, ich habe hier so einen Messbecher und genau die Anzahl mache ich da auch dran. Und dann rühren wir das. Und dann gucken wir, ob wir happy damit sind. Und wenn du dann möchtest, kannst du noch ein bisschen Paprika, Kurkuma zum Beispiel, kann man auch sehr gut dran machen. Ich habe irgendwie heute wieder Kurkuma für mich entdeckt. Ich liebe einfach Kurkuma. Super lecker, habe ich heute Mittag schon gegessen. Ich mache mir jetzt auch ein bisschen Kurkuma dran. Mache ich mir dran. Mit meinem Holzlöffel aus Röme. Okay, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Jetzt kommt das hier aufs Backblech. Kannst da natürlich auch noch Knoblauch dran machen oder Zwiebeln oder was dein Kühlschrank bzw. Garten vielleicht momentan noch so hergibt. Da bist du ganz frei und offen. Und jetzt kommt es erstmal für 10 bis 15 Minuten in den Ofen und dann wird es einmal gedreht bei 180 Grad. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Der Ofen, also das Gemüse im Ofen ist soweit fertig. Ich kümmere mich jetzt um den Joghurt. Eigentlich muss ich da auch nichts Großartiges machen, außer den Joghurt hier reinfüllen. Weil ich glaube, wir haben keine TK-Kräuter da. Das ist sozusagen unser Dip. Da kannst du sehr gerne, wenn du noch Petersilie da hast oder im Garten oder auch Basilikum, Dill finde ich auch momentan, fahre auch momentan ganz schlimmen Dillfilm. Kann man das sehr gut. Du kannst es natürlich auch mit ein bisschen Joghurt jetzt, mit ein bisschen Knoblauch jetzt noch anmachen. Und Sumak, genau, Kai hat gerade meinen Gedanken schon zu Ende gedacht. Dankeschön. Oder du kannst noch Sumak und dann so drüber. Das hat so einen leicht zitronigen Geschmack. Und ansonsten würde ich sagen, holen wir jetzt die Kollegen mal aus dem Ofen raus, weil, wie gesagt, ich glaube, sie sind schon ganz gut und wir wollen sie ja zwar schon knusprig, aber nicht komplett im Arsch, ne? Ist auch immer eine Top-Idee bei 30 Grad draußen einen Backofen anzumachen, aber ich bin auch momentan einfach faul. Ich sag das ehrlich. Guck mal, wie toll das aussieht. Hier der Kohlrabi, Zucchini, Kartoffel und das gibt's jetzt. Das lassen wir uns schmecken. Ich probiere jetzt einmal kurz einen kleinen Test, einen Snack-Test. Was snacken wir? Natürlich ein Kohlrabi. Gemüse des Monats wird natürlich, also des letzten Monats wird natürlich probiert. Sehr lecker. Die von der Marie, die ist ein bisschen holzig. Spaß. Jetzt kannst du noch ein bisschen Salz drüber machen und Pfeffer. Und dann, wie gesagt, Joghurt, Sumak, vielleicht auch ein bisschen Zitrone für die Frische. Und dann würde ich sagen, ich lasse mir das jetzt schmecken. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich und pass auf dich auf. Bleib gesund und munter und trag einfach ein bisschen Licht in die Welt. Wir brauchen es. Bye.